Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer... Ich musste erstmal gucken, ob mein Mikro überhaupt richtig eingestellt ist. Aber trotzdem herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Ni No Kuni 2. Blind, mit mir auch im Yoshi. Ja, ich entschuldige mich mal gerade. In den letzten paar Folgen gab es einiges an Rucklern, habe ich festgestellt in den Aufnahmen. Blöderweise ist mit irgendeinem Update oder so eine Einstellung bei mir geändert worden, sodass wir den Encoder haben über die Grafikkarte laufen lassen. Und die Grafikkarte ist nicht der stärkste Part meines Computers, sagen wir es mal so. Jetzt läuft das Encoding wieder über die CPU. Dementsprechend sollte alles wieder einigermaßen funktionieren. Und ja, dementsprechend, ich hoffe, es gibt jetzt weniger Ruckler. Ansonsten muss ich mal gucken, dass da vielleicht irgendwas richtig im Argen ist, aber das hoffe ich mal nicht. Wie dem auch sei, beim letzten Mal haben wir eine Folge gehabt, wo ich glaube ich nicht ganz so gut drauf war. Einmal war ich müde ein bisschen. Andererseits hat das Spiel mich mit Mechaniken zugeworfen, die ich an sich so als Handyspielmechaniken sehen würde. Nur so mein Gedanke dazu. Halt dieses Stadtaufbauen und so. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich gefällt, aber naja, sehen wir weiter. Denn heute will Roland mit uns reden und ich freue mich darauf, mit ihm zu reden. Kann ich Evan im Kreis drehen? Nicht wirklich, schade. So, was gibt's denn? Roland, du wolltest mir etwas mit mir bereden? Ja, aber vorher sollten wir die anderen herholen. Die anderen sind wie immer nur unsere kleine Gruppe, schätze ich mal. Oh, plus Hippie. Und was hast du auf dem Herzen? Hey? Machst eine ziemlich ernste Miene, wenn du mich fragst. Dank der Zusammenarbeit aller konnten wir ein Schloss und diverse Einrichtungen erbauen. Wofür Yoshi ein Handyspiel spielen musste, irgendwie, keine Ahnung. Minneapolis hat sich bereits gut entwickelt. Aber um es offen zu sagen, dieses Land hat kein Rückgrat. Denn Evan ist ein kleiner Knilch? Es wollte jetzt ein Knilps draus werden. Also, Evan ist ein kleiner Knirps, den eh keiner ernst nimmt und der übrigens kein Rückgrat hat. Was soll das denn bitte bedeuten? Dieses Land setzt sich aus vielen verschiedenen Völkern zusammen. Um all diese Völker zusammenzuführen, brauchen wir ein gemeinsames Symbol. Ein Symbol? Ich kann eins malen, wenn du magst. Nun, welche Werte vertritt unser Land? Was soll dieses Land beschützen? Und wohin soll es sich entwickeln? Das haben wir doch schon nicht geklärt. Wir wollen die Weltherrschaft. Ach ja, richtig. Um es genau zu sagen, was ist sein Ziel? Die Weltherrschaft. Ja, ich weiß. Wir brauchen etwas, das dieses Ziel symbolisiert. Ein Symbol, unter dem sich das Land vereint. Solange wir das nicht haben, sind wir kein echtes Land. Das Symbol unseres Landes. Du bist der König und es obliegt dir zu entscheiden, wohin sich das Land entwickeln soll. Wie stellst du dir das Land deiner Träume vor? Das Land meiner Träume. Ich will ein Land, in dem alle glücklich sind und in Frieden leben können. Okay, alles klar, wir brauchen irgendwelche Märchengestalten. Ich weiß, was du damit meinst, aber geht es nicht etwas konkreter? Ich hab's. Ein Land ohne Rivalitäten und ohne Kriege, das will ich. Das war's, was ich meinte, als ich sagte, das Land hat kein Rückgrat. Verständlich, aber wenn du mich fragst, ziehen die wenigsten in den Krieg, weil sie es für eine lustige Freizeitbeschäftigung halten. So wie wir Luftpiraten Probleme mit den Würmern hatten, gibt es auf der Welt viele Völker, die wegen ihrer unterschiedlichen Denkweisen aneinander geraten. Das lässt sich kaum verhindern.
Er hat recht. Vielleicht wäre er besser zum König geeignet als Evan. Das ist aber genau, was ich möchte. Ein Land, in dem es diese Streitereien nicht gibt. Und das soll auch unser Symbol ausdrücken. Ich will aber. Evan, das geht aber nicht. Ich will aber. Du scheinst fest überzeugt. Dann sollten wir uns zunächst mit dem Ausland genauer befassen. Ja, wir erobern einfach das ganze Ausland. Fertig. Ich kenne mich, was diese Welt betrifft, leider noch nicht besonders gut aus. Wenn ihr Infos braucht, kann ich euch Irmas Archiv in Goldorado empfehlen, Kinners. Dort gibt es bergeweise Aufzeichnungen zur Geschichte dieser Welt, in denen ihr nach Herzenslust schmökern könnt. Ja, gute Idee. In den Archiven eines großen Landes findet man sicher so einiges heraus. Es kann nicht schaden, da dort mal vorbeizuschauen. Wem gehört eigentlich das Land hier? Mir kann keiner erzählen, dass das noch keiner veransprucht hat. Tja, dann gibt's mal wieder neue Einträge und Kommentare. So. Aber dann, Goldorado war unser Ziel, mal wieder. Da, Goldorado. Das Teleportieren macht es natürlich alles viel einfacher. Und jetzt habe ich anscheinend sowas wie Sidequests auf der Karte. Oh Gott. Bloß nicht, dann dauert das ja noch länger. So, das ist also das Archiv. Dann gehen wir hier mal rein. Silence in the library. We have no rubberneckers here. You need the proper accreditation before I let you touch my bookie wookies, yes? Ohohoho, so eine alte Dame. Dieses Archiv darf nur betreten, wer einen Archivausweis besitzt. Und einen Ausweis bekommt ihr von mir die ich für geeignet halte. Cool, können wir wieder eine Prüfung ablegen? Da bin ich gut drin. Na dann, wir hätten gerne einen davon. Wir wollen etwas über die Geschichte der Welt erfahren und würden dazu gerne die hier gelagerten Schriften zu Rate ziehen. Was du nicht sagst, die Geschichte der Welt mit dem Wissen aus meinem Archiv? Verstehe, wenigstens kommt ihr mir nicht mit einer dieser lächerlichen Ausreden. Gefällt mir. Was für Ausreden hörst du denn sonst so? Bitte, Frau Irma, bitte gewähren Sie uns Zutritt zum Archiv. Herrschaftszeiten, wie viele von euch unverfrorenen Zeitgenossen gibt's denn noch? Obwohl, du siehst recht niedlich aus. Lauf, Evan. Na schön. Wenn ihr mir 3 Gefallen tut, will ich euch ausnahmsweise die Erlaubnis geben. Denkt drüber nach, ihr Lieben. Klar. Wir müssen wieder irgendwelche Sachen für sie erledigen. Ich werde hier warten. Ich will nicht wissen, was die 3 Gefallen sind. Zoran, du wirst dir die Gefallen tun, oder? Wir haben damit nichts zu tun. Wie sieht es eigentlich mit meiner Gruppe aus? Irgendwas geändert worden? Nein, sehr gut. Habt ihr euch das überlegt, ihr Süßen? Also es gibt da 3 Dinge, die ich unbedingt brauche. Ich hör's mir mal an. Und zwar als erstes eine Kaminrose. Eine wunderschöne tiefrote und äußerst seltene Blume. Wundersamerweise wurde sie vor kurzem in dieser Gegend gesichtet. What the flip? Kannst du die nicht selber pflücken gehen? Oh, goodness. Und es ist wieder sehr laut. Ich muss immer mein Headset richtig weit runterregeln, wenn ich das spiele. Auf keinen Fall. Ich bin schließlich die Direktorin dieses Archivs. Ich kann hier nicht weg. Wo können wir diese Blume denn finden? Hoch oben auf einer Klippe, etwas nördlich von Goldorado. Zu Fuß dürfte sie schwer zu erreichen sein. Ich fürchte, da fehlen uns die Möglichkeiten. Wir haben die Schwalbatrosse, du Dummkopf. Momentchen, da fällt mir ein. Kennst du vielleicht den Zauber Brücke? Mit ihm macht man versteckte Wege sichtbar. Damit wird das ein Klacks für euch.
Crikey! Brücke kenne ich nicht. Und was man nicht kennt, kann man auch nicht näher erforschen. Na, ich will mal nicht so sein. Außensweise werde ich euch jemanden empfehlen, der sich damit auskennt. Dalmatina! Ja, die berühmte Oracola. Wenn ihr sie als Talent für euer Land gewinnt, kann sie euch helfen, diesen Zauber zu erforschen und zu erlernen. Was ist das hier? Das, Kapitel, in dem ich diese blöde Mechanik für mein Land lernen muss, in allen möglichen Varianten? Aber so eine ehrwürdige Oracola wird sicher nicht so einfach nach Minapolis übersiedeln, oder? Was haben die beiden im Hintergrund eigentlich zu bereden? Wenn du die Dame nicht irrst, König Evan ist schließlich bekannt wie ein bunter Hund, seit er Goldorado gerettet hat. Es gibt viele Leute, die bereit wären, dir in deinem Land zu folgen, Junge. Wirklich? Dann lass uns gleich mal mit deinem Martina reden. Vergesst aber meine Kaminrose nicht, ja? Lass mich nicht so lange warten, ihr Lieben. Küsschen! Evan, schnell raus hier! So, also, jetzt müssen wir das nächste Talent für unser Land gewinnen. Wenn ich es finde. Was sagen, bist du Dalmatina? Du bist aber gar nicht gefleckt. Excuse me. Ich habe auf dich gewartet, Evan. Irma hat mir schon einiges über dich erzählt. Wie? Wie? Wir sind gerade aus ihrer Bibliothek raus und haben uns dann zweimal verlaufen. Gosh. Was? Du bist Dalmatina? Ich dachte, als Oracola wärst du bestimmt schon erwachsen. Bist du nicht selbst noch ein Kind? Naja, wenigstens bist du ehrlich. Im Gegensatz zu diesem Land hier, ich habe keine Lust mehr auf Goldorado. Das ging ja einfach. Die Mogelwuffel und so waren ein echter Schock für mich. Dabei hatte ich so großen Respekt vor Sixtinius. Aber er wurde von einer dunklen Magie beeinflusst. Naja, er wurde von einer Magie beeinflusst, die dann seine Gier zum Vorschein gebracht hat. Die hatte er schon immer. Ja, ich weiß, trotzdem bin ich seitdem nur noch deprimiert. Verstehe, Irma wollte dabei helfen, dass du mal auf andere Gedanken kommst. Wie wär's dann mit einem Tapetenwechsel? In Minapolis ist genug Platz für junge Talente. Du hast Sixtinius Betrügerei in das Licht gebracht. Du scheinst ein ehrlicher und aufrichtiger König zu sein. In deinem Königreich könnte ich sorgenfrei leben. Nun dann? Genau, wenn du 3 Plasma-Skelette besiegst, folge ich dir in dein Königreich. Alle wollen immer was von einem. Was jetzt? Wieso das plötzlich? Wir waren uns doch schon einig. Ich will mich nur vergewissern, dass Evan jemand ist, der nicht betrügt und seine Versprechen hält. Unehrlichkeit kann ich nicht verzeihen. Auftrag angenommen. Okay, 3 Plasma-Skelette besiegen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal aus der Stadt raus. Und 3 Kämpfe gegen Plasma-Skelette. Oder halt einen Kampf mit 3 Plasma-Skeletten schaffen. Jetzt gerade ist das so ein hier, machen wir so ein paar Fetch-Quests. Einmal hier für die Gnuffi-Tante, jetzt hier für Dalmatina. Wenigstens sehe ich heute bislang überhaupt keine Aussetzer. Also überhaupt keine Codierer-Überlastungen. Ha. Ich komme, vielleicht hast du welche dabei. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich hatte da draußen ein bisschen Pech, es wollten so recht keine Skelette spawnen, deshalb hat das länger gedauert, als es müsste. Aber ja, ich habe deine Skelette besiegt. Wir haben sie, wie versprochen, erledigt. Echt? Wir würden nicht lügen? Die Sterne haben vorausgesagt, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Du hast deine Ehrlichkeit bewiesen. Ich werde wie versprochen in dein Königreich kommen. Das ist toll. Vielen Dank, Dalmatina. Yay. Du möchtest Brücke meistern, oder? Der Zauber ist aber nicht einfach und benötigt etwas Vorbereitung.
Wie wär's, wenn du für unsere Magieforschung arbeitest, sodass Yoshi das blöde Minispiel wieder spielen muss? Wir haben ein großes und gut ausgestattetes Labor. Oh, das sollte kein Problem sein. Mit der richtigen Ausstattung kann ich den Zauber schnell vorbereiten. Schick, gehen wir schnell nach Minneapolis. Und da Königreich ausbauen kannst du mir vorher schon von Brücke, ja. Sie haben ein Feature eingebaut, das ich nicht mag, und jetzt pushen sie das gerade mit Gewalt. Hallo, kann ich vielleicht auch einfach meine Stadt anwählen? So, dann wollen wir mal Brücke erlernen, ne? Hey. Oh, wir haben in der Gnuffi-Küche irgendwas erreicht. Okay. Ja gut, keine Ahnung was. So, im Magielabor weisen wir jetzt erstmal auf den noch leeren Platz Dalmatina zu, die offensichtlich unsere Expertin dafür ist. Und dann forschen wir mal. Da ist die Erforschung von Brücke. Und jetzt müssen wir ernsthaft warten. Ich komme mir langsam echt vor wie bei so einem Handyspiel. So, warten ist zu Ende. Wir haben es geschafft. Jetzt kommt so von der Cutscene. So, dass ich überhaupt keine Chance habe, das nächste einzustellen. Vielen Dank. Jetzt kann ich mit Brücke überall Wege entstehen lassen. Du hast ja keine Ahnung. Diesen Zauber kann man nicht einfach überall einsetzen. Er macht nur versteckte Wege sichtbar, also nutze ihn, wo du welche vermutest. Wenn du einen Ort findest, der verdächtig danach aussieht, als könnte da ein Weg hingehören, untersuche diesen Ort einmal genauer. Verstehe, so funktioniert das also. Aber sag mal, ihr habt doch gerade mit einem Auftrag von Irma zu tun, richtig? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr euch nicht zu viel Zeit damit lassen. Gosh. Stimmt, wir müssen eine Kaminrose auftreiben. Danke für die Hilfe, Dalmatina. Ich glaube, Dalma reicht. Jetzt muss ich erstmal. Es gibt natürlich erstmal wieder neue Einträge. Immer lieber kannst du neue Zauber in den Gruppen in den Kampf, was will ich, kannst du wählen, stehen, auch so eine Zauber werden Materialien benötigt. Wie jetzt? Ich kann hier wirklich was machen? Feuerball hat er schon gelernt, ne? Aber kann ich Feuerball jetzt irgendwie verbessern und so? Okay, verstehe. Ich muss jetzt also irgendwelche Sachen machen, die uns noch weiter verbessern. Ja, dann machen wir das doch schnell nochmal, schnell ein bisschen Magieforschung betreiben, ne? So, war halbwegs anstrengend hinzukommen noch nach dem Ganzen, aber ich merke diesmal, wird eine Folge mit viel Schneiden. Wir sind da, wo wir wahrscheinlich Brücke anwenden sollen. Hier muss der Ort sein, von dem ihr mal erzählt hat. Also sollte die Kaminrose auch in der Nähe sein. Was schreibt man? Hey, Evan, wäre doch praktisch, wenn hier ein Weg wäre, findest du nicht? Da hast du allerdings recht. Evan, haben wir vielleicht Brücke gelernt? Und es gibt natürlich wieder Einträge. So, jetzt müssen wir noch die Kaminrose finden. Wahrscheinlich das hier nicht machen. Level 16, seid ihr wahnsinnig. Ich glaube, ich sehe die Kaminrose. Aber erstmal sehe ich, dass ein belebendes Soldatenschwert ist das besser als irgendeins von meinen. 92, ja holla, die Waldfee, her damit.
Irgendwann sollte ich vielleicht auch mal Elfen umrüsten, ne? So, da haben wir die Kaminrose. Ich wusste, dass die Leute jetzt wieder was dazu sagen. Das ist also eine Kaminrose. Wir kamen, sahen und nahmen alles mit. Jetzt schnell ab zu Irmchen und das Ding abgeben. Nichts leichter als das. Ich habe immerhin Teleportationskräfte. Lalala, hier hoch, ne? Ja. Also, Irma, was ist der nächste gefallen? 3 Stück waren's, an der Zahl. Und, hast du die Kaminrose bekommen? Hier, bitte. Ja, genau, das ist sie. So rot, fast schon zu rot, aber genau, was ich brauche, so muss eine Kaminrose sein. Mehr rot geht nicht. Ach, ich bin ganz hin und weg. Mich hat schon lange kein Mann mehr so glücklich gemacht, Herzchen. Genau der passende Gesichtsausdruck, Evan. Genau richtig. Ausnahmsweise stimme ich mal mit dir überein. Dann mal schnell zu meiner... Ach so, ich dachte... Ups, Entschuldigung. Dann mal schnell zu meiner zweiten, bitte. Das wird sicher etwas schwieriger, also mach dir schon mal auf was gefasst. Bringt mir das Horn eines Vulcatarago. Auch das ist natürlich unentbehrlich für mein Vorhaben. Ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen und könnt euch sicherlich denken, dass ihr dafür einen Vulcatarago besiegen müsst. Einen Vulcatarago. Die haben ihr Revier in den Windschlangenklippen. Aber genauso einen sind die Würmer ein Haufen... Aber gegen so einen sind die Würmer ein Haufen Schmeißfliegen. Wenn wir nicht aufpassen, macht er uns zu Grillfleisch. Ach, was redest du? Mit Wassermagie ist so ein Vulcatarago doch viel leicht zu besiegen. Verstehe, sie haben einen Schwachpunkt und den müssen wir nur ausnutzen. Wenn wir uns einmal Gilabor gut vorbereiten, sollte das alles kein Problem sein. Wie ihr das Ganze bewirkt, überlasse ich euch. Aber nehmen Sie ja lieber das hier mit. Jammers Mittelchen. Was ist das? Ach, Gähnchen, wo bleibt denn der Spaß an der ganzen Sache, wenn ich euch alles verrate? Nur so viel. Dieses Mittelchen ist das Geheimnis für meine Gesundheit und Schönheit. Nimm das bloß nicht. Es ist voll getroffen mit dem Besten aus der Natur. Ups, jetzt ist es irgendwie automatisch weitergegangen. So viel dazu. Du wirst schon wissen, wann der richtige Zeitpunkt für dein süßes Herzchen. Der richtige Zeitpunkt. Für ein Mittelchen? Genug gegrübelt. Jetzt geht's erstmal ein Vulcatarago an den Kragen. Ich weiß, wo ihr nächst ist. Ab geht's. Und es gibt wieder neue Dreh. Mein Gott, heute wollen sie mich aber nerven. Und ganz ehrlich, ist mir doch egal, ob wir Wassermagie brauchen. Ich werde euch jetzt nicht in den Folgen damit belästigen, dass ich dauernd irgendwelche blöden Magiesachen machen muss in meinem Königreich. Das ist höchst albern. Genau, ihr lasst mich schön in Ruhe, weil ich weit über euch stehe. Das gefällt mir. Ich hoffe mal, dass hier ist der richtige Weg. Oh, wir sind ja offensichtlich in einem Gebiet gelandet, wo die Gegner wieder näher an unserem Level sind. Und ich denke nicht... Ja, ich komme nicht rum. Was ist jetzt passiert? Ich bin in irgendeinem erwachten Zustand oder sowas. Ich habe aber keine Ahnung, wieso und wie lange und wie das passiert ist. Und der Kampf ist auch vorbei. Meine Erwachungsanzeige läuft ganz schnell ab. Cool.
Von dort oben beobachten die Vulkadragos die Umgebung. Sie haben es auf die Eier der Fraßgeier abgesehen. Und wie kommen wir da hoch? Als kleiner Junge wäre das kein Problem für mich gewesen. Aber ihr wisst ja das Alter. Vielleicht mit einem Schwalbatross? Ja, keine gute Idee. Wenn wir von einem Vulkadrago angegriffen werden, dann war's das. Ich kletter da jetzt einfach hoch. Hey! Sieh mal, ein Propellerklee, der verdorrt ist. Ja. Ist aber leider schon verwelkt. Unseren Wachstumsschub können wir hier wohl vergessen. Er hat gesagt, dass wir bei verwelkten Pflanzen auch, dass der bei verwelkten Pflanzen auch nichts mehr bringt. Schade, wenn der Klee in einem besseren Zustand gewesen wäre, hätte uns sicher weitergeholfen. Was denkst du, Evan? Ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt für das Mittelchen? Woher wusste Yammer das? Das Mittelchen? Ach, das Mittelchen! Harte Drogen! Wo ist denn der Klee? Na da, den sieht man ja kaum. Und? Tidy. Super Sache, hat geklappt. Und weiter geht's, vom Winde verweht. Na komm. Dann machen wir das nächste vom Winde verweht. Oh mein Gott, jetzt muss ich mir jedes Mal die Animation angucken. Komm, nochmal vom Winde verweht. War ja so schön bislang. Ich sehe den Vulkadrago. Zeit für einen Bosskampf, würde ich behaupten. Da ist der Vulkadrago. Ach, es ist eine Mama, sie will nur ihre Eier beschützen. Vulkadrago, Flammenhölle auf vier Beinen. I'll do my best. Oh, ich habe was Neues gelernt, sehe ich gerade. Okay, wir haben ihm schon mal ganz gut Schaden zugefügt. Das ist ein guter Anfang. Autsch. Ich muss noch sein Angriffsmuster ein bisschen besser lernen. Vielleicht sollte ich... Bin ich auch mal ein bisschen schwer? Ja. Während ich nur normal angreife, auf jeden Fall darauf bleiben. Aber wo haben wir nur noch einen von dir hier die ganze Zeit? Oder ist egal, Hauptsache. Na klar, mit Wasser wäre das wahrscheinlich einfacher, aber... Wie gesagt, ich renne jetzt nicht extra dafür ins Königreich zurück. Was jetzt? Jetzt auf Abstand bleiben, ich verstehe. So, Kinder. Hört mal auf zu sterben. Bald muss ich echt mal wieder einkaufen. Yeah.
So, wieder schön meine Schwerter. Und jetzt wieder aufladen. Der hat gerade anscheinend irgendwas gut an Schwachpunkt erwischt gehabt. Ja, jetzt muss ich wieder darauf vertrauen, dass die NPCs clever genug sind, sich nicht töten zu lassen. Ich sehe von hier aus, das sind sie nicht. So, weiter auf den Vulkadrago einprügeln. Hey, Vulki, bleib... Ah, ja, hau wieder nach oben ab. Ich wollte eigentlich sagen, hey Vulki, pass mal auf, was ich kann. Und das war's. Du hast das Horn eines Vulkadrago. Oh my! Das Horn eines Vulkadrago ist echt beeindruckend. Ei, am liebsten würde ich es der Alten gar nicht geben. Ich hätte es lieber an einem Art Orden. Ich hätte es lieber als eine Art Orden an der Wand. Ich frage mich, was man damit wohl machen kann. Wer weiß, jedenfalls sollten wir es so schnell wie möglich zu Irma bringen. Ein warmer Kriegerumhang, ach wie schön. Guck ich mir mal zwischen den Folgen an. Oh, ich habe schon gedacht, wir brauchen heute die ganze Aufnahmezeit für ihre drei Aufträge. Aber ich sehe, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit für den letzten Auftrag. Und, hast du das Horn des Vulkadrago bekommen? Ja. Oh, ja, genau das ist es. Heiß, fast schon zu heiß. Genau die Wärme, nach der ich mich sehne. Du entfachst ein lang erloschenes Feuer in meiner Brust, mein Junge. Wir könnten Elfen einfach hier lassen. Es war scheinbar die richtige Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten. Dann bleibt noch ein letzter gefallen. Keine Sorge, das ist wirklich meine letzte Bitte. Wenn ihr mit dir erfüllt, stelle ich euch einen Ausdruck für meine Hief aus. Ah, dann nehme ich dich ein Wort. Was darf es denn sein, die Dame? Schaff die Räuberbande aus der Welt, die mein Lamestein gestohlen hat. Dein Lamestein? Du bist doch ein... Sie hat ihr Lama-Stein wurde geklaut. Du bist doch ein mächtiger König mit eigenen Ländereien. Mobilisiere deine ganzen Streitkräfte und bring mir meinen Stein zurück. Ich muss auch noch die Streitkraftsache für sie machen. Ich habe leider nur sehr wenig Streitkräfte. Na, Mann! Ja, mit mehr als 2 Einheiten können wir nicht dienen. Oh. 2! Hat er wie ein Kampf gegen Römer wohl recht verwegen. Aber ich glaube, ich kenne genau den Richtigen für diesen Job. Er heißt Doge. Und war früher Soldat. Ein Hundskerl ist das. Er ist perfekt dafür geeignet, eure ausbaufähige Armee durch seine Erfahrungen und Fähigkeiten zu bereichern. Für den muss ich dann wahrscheinlich auch wieder was machen. Er steckt bestimmt wieder irgendwo im Casino. Und dann wollen wir diesem Doge doch mal einen Besuch abstatten, was? Genau. Was ist das hier? Fetch Quest, das Kapitel? Handyspielmechaniken, das Kapitel? Das bisher schlechteste Kapitel? Los, los, lauf, Evan. Ins Casino.
So, was muss ich für dich jetzt wieder machen? Excuse me? Sind Sie Herr Doge? Jemma schickt uns. Wir wollten fragen, ob Sie uns vielleicht etwas behilflich sein könnten. Haut ab. Crikey. Ich glaube, der ist in seiner eigenen Welt. Flip. Was war das denn für Geräusch? Bauchnurren? Hat der mehr Hunger? Keinen Hunger. Verdammt, ja, ich bin hungrig. Verflucht hungrig sogar. Oh. Haben Sie nichts zu essen dabei? Dann besorgen wir Ihnen was. Im Gegenzug hören Sie sich an, was wir zu sagen haben, ja? Einverstanden. Hier, nimm das. Du hast das Kochbuch Hausmietskost. Ich hätte dir einfach gerne was gekauft. Ich will ein richtig gutes Omelette essen. Das Rezept dafür finde. Was ist das für ein Kapitel? Hier in Goldorado findet man es nirgendwo, deswegen reißt es mich umso mehr. Bitte mach mir eins. Wenn du mir ein zufriedenstellendes Omelette bringst, höre ich dir zu, solange du willst. Und dafür sollten wir zurück nach Minneapolis helfen. Da können wir es kochen. Ja, bitten wir Mianton um die Zubereitung. Ja, Pinnis, ich hasse gerade alles. Insbesondere dieses Spiel. Dafür, dass es dieses Kapitel eingebaut hat. Wie ich hörte, braucht ihr ein Omelett, damit ihr den eigenwilligen Herrn Doge für Minneapolis gewinnen könnt. Aber keine Sorge, Majestät, ich habe genau den richtigen dafür vor euch. Ihr müsst mich nur im Restaurant Delikatz einsetzen, dann bekommt ihr den Best. Du darfst hier nicht aussuchen, wo deine Leute sind. Nein, 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 nein. Wir haben jetzt nur so getan, als hättest du eine Wahl. Hahaha. Ich schalte gerade mal so ein bisschen Evans nächsten Zauber frei, nur weil das gerade passte. Oh, und ich kann was Neues für Roland lernen, die Stoßwelle. Dann lernen wir die doch. Ich brauche Stoßwelle Level 5, um das nächste lernen zu können, okay. So, hier das Omelette. Ich habe jetzt erstmal alles übersprungen, das musstet ihr nicht sehen. Take your time. See ya. Ganz ehrlich, dieses Kapitel ist gerade eh nur so ein ja, mach das jetzt. Oh cool. Ich habe den Punkt übersehen, der am nächsten dran ist. Nee, dieses Kapitel ist mir gerade so ein bisschen komisch, wirklich so vor nach dem Motto, ja, wir zwingen dich jetzt die ganzen blöden Mechaniken, die wir zusätzlich zum eigentlichen Spiel reingebracht haben, in diesem Kapitel zu machen. Ich will eigentlich den Plot machen. Nur so eine Anmerkung. Und das hier hat gerade echt nichts mit dem Plot zu tun. Evan, schnell! Der Typ will sein Omelett und zwar vorgestern! Hier, nimm dein Omelett, werd mein Freund. Dieser Geruch. Ein luftiges Omelett, bitte sehr. Dieses sanfte, hitze, weiche Eigelb. Dieser herzhafte Geschmack, der alles übertrifft, versteckt hinter diesem Werk. Ein Geschmacksfeuerwerk in meinem Mund. Und der zu dieser hinterlistfähigen Recke lebt in eurem Königreich. Thanks. Ich habe lange nicht mehr so Gutes gegessen. Bitte verzeiht mir mein unhöfliches Benehmen von vorhin. Seit ich mir meinen Arm im Kampf verletzt habe, habe ich jeglichen Lebenswillen verloren. Doch durch euer Essen habe ich neue Hoffnung geschöpft. Danke. Dafür danke ich euch. Vielen Dank. Können wir dann über unser Problem reden? Endlich mal. Yes.
Aber natürlich, leider bin ich keine Hilfe im aktiven Kampf, aber ich leih euch mal Wissen, wo ich nur kann. Ihr sagt, ihr wollt es mit der großen Räuberbande aufnehmen. Wie steht es um eure Kampfkraft? Wir haben jedenfalls eine Schwert- und eine Borgeneinheit. Das reicht vorne und hinten nicht. Na gut, ich bringe euch ein paar Tricks über das Militärwesen bei. Man sollte 4 verschiedene Einheiten dabei haben. Haha. Mit dieser Strategie hat sich unser Land früher gegen die Rebellen gewehrt. Wenn man aber nicht die nötigen Einheiten dafür hat, kann diese Strategie nicht angewendet werden. Wie soll das also gehen? Unterschätzt mal die Stärke der Bewohner Goldorados nicht. Hier gibt es viele Leute, die in den Kriegskünsten bewandert sind. Langhaar und Husky zum Beispiel. Sagt ihnen, dass ich euch schicke, dann werden sie sich euch anschließen. Ohne auch nur einen Moment zu zögern. Wehe, das werden wieder Fetch-Quests. Die beiden haben jeweils gut ausgebildete Einheiten. Unter Befehl, die wären für eure Truppen sicher ein Gewinn. Also dann viel Glück, ist dies an euch. Warten Sie, Herr Doge. Möchten Sie sich nicht in unserem Land niederlassen? Sie wären wirklich eine Bereicherung für unser Königreich. Du kommst ja auf Ideen. Aber wenn ich auch weiterhin so leckere Mahlzeiten vor sich bekomme, warum nicht? Dafür werde ich sorgen. Hey, der Nächste. Zeit für Bewerbungsgespräche. Auf Doges Empfehlung kann man sich sicher verlassen. Ich hatte eigentlich gedacht, mit dem bin ich dann fertig. Nein, geh noch zu den nächsten beiden. Oh Gott. Dieses Kapitel. Was gibt's? Kommt nicht oft vor, dass ein Jüngling wie du mich alten Greis anspricht. Verstehe, Toga hat dir also von mir erzählt. Er ist eigentlich nicht gerade der gesprächige Typ. Wie hast du den bloß weich gekocht? Naja, ist auch egal. Also wenn du mich anwärmen willst, gibt es eine Bedingung. Du musst 3 Mampfs da besiegen. Sie werden sich dir anschließen, ohne zu zögern. Guck nicht so, das ist doch keine große Sache. Ich werde hier auf dich warten. Dumme kleine Mini-Aufgaben und Zeitstreckung, das Kapitel. So, rennen wir direkt zum nächsten. Vielleicht will der ja auch irgendwas Blödes. Dann wissen wir wenigstens beide Sachen direkt. Oh, wo habt ihr den denn wieder geparkt? Weil die Stadt ist ja auch nicht gerade klein. Aber ernsthaft, sie werden sich ja anschließen, ohne zu zögern. Hier hast du noch eine blöde Nebenaufgabe. Bäm! Hm? Ich bin Husky. Was willst du? Mein Preis für eine Jagd ist sehr teuer. Du willst mich anwerben? Wow, du musst wirklich verzweifelt Leute brauchen, wenn du einfache Jäger mit mich für dein Militär anwirbst. Was sagst du? Doge hat mich empfohlen. Na gut, ich hol ihm sowieso noch was. Aber ich habe eine Bitte, natürlich, wie jeder hier, die du mir im Gegenzug erfüllen müsstest. Ich brauche dringend einen Wecker. Würdest du mir für so einen besorgen? Wo soll ich denn einen Wecker hernehmen? Habe ich einen Wecker? Wenn du meinen Wecker bringst, ich habe einen Wecker im Besitz, woher auch immer. Du hast mir tatsächlich einen Wecker gebracht. Ich bin dir sehr verbunden. Du weißt gar nicht, wie schwer es mir fällt, morgens aufzuwachen. Jetzt kann ich in deinem Königreich leben, ohne morgens zu verschlafen. Es ist lange her, dass ich mir mit einer Truppe gekämpft habe. Ein Grund mehr, pünktlich zu sein. Ruf mich, wenn ich an der Front gebraucht werde. Beute, die mir vor die Flinte läuft, entkommt mir nicht mehr. Husky und die andere Jägervereinigung folgen dir nach Minneapolis. Ist hier so direkt in meiner Truppe? Und ist um Längen besser als meine beiden Vollidioten.
von denen das Spiel ja offensichtlich erwartet, dass ich die jetzt schon auf Level 6 habe. Also erwartet das Spiel, dass ich diese Sachen mache. Ein Däubel werde ich tun. Und jetzt muss ich da raus und Mumpster besiegen. Habe ich das richtig verstanden? Ach, Herr Jemine. Ach, Herr Jemine. Erstmal speichern wir, dass wir schon wieder so viel geschafft haben. Und ich besiege die Mumpster jetzt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Doge wieder und hoffen, dass dann dieses dämliche Sidequeste bald ein Ende hat. Und in dem Sinne, bis dahin, viel Spaß, was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns. Ciao.